Hallöchen, Tachchen und hallo zu einer kleinen Runde Gears of War 3. Der Horde-Modus wird gespielt. Ich werde dazu nichts näher erläutern. Das ist jetzt mein erstes Xbox 360 Gameplay, was ich hochlade. Also Gameplay, Live-Commentary, wie man das so sagt in der Szene hier. Ja, und ich möchte heute über ein paar Sachen reden. Deswegen ist das quasi nur der Hintergrund, sage ich mal. Dieses Gameplay oder dieses Live-Gameplay. Zeug, egal, wie auch immer. Und zwar dürften das vielleicht einige von den Zuhörern be bereits gemerkt haben. Und zwar ist seit dem 30. Juli funktioniert Xbox Live nicht mehr ordentlich. Beziehungsweise hat Xbox Live ein paar Probleme mit. Ich weiß auch nicht, wie Microsoft das hingekriegt hat. Auf jeden Fall war ich ziemlich überrascht, dass ich einfach mal ein Spiel spielen wollte. Oder ich habe mehrere ausprobiert. Und man startet das Spiel und bekommt erstmal einen Black Screen. Es ist einfach ein schwarzes Bild. Man kann nicht wirklich was machen. Man könnte höchstens noch die Guide-Taste drücken. Hier, diese hier. Und dann, wenn man da irgendwas versucht, zurück zum Startmenü zu kommen oder so, dann hängt sich die Xbox auf, beziehungsweise dann freest sie. Und ich dachte zuerst, das liegt nur, also ist nur bei mir so. Und ich war kurz davor, mir eine neue Festplatte zu kaufen, weil ich gelesen hatte, das könnte an der Festplatte liegen. Aber kurze Zeit später, als mir das aufgefallen ist, hat nochmal ein Kumpel mich angerufen oder mir mitgeteilt, dass es bei ihm ebenfalls nicht funktioniert. Und da dachte ich mir schon so, ah, ist da nicht was komisch? Und irgendwas hat Microsoft gemacht. Also angeblich haben sie am 30., was ich jetzt so mitbekommen habe, ein stilles Update auf die Xbox draufgebracht. Da fragt man sich auch, was geht denn da ab? Da können die einfach mal, ohne dass man es mitbekommt, Sachen auf die Xbox laden. Das ist schon ganz schön dreist. Und es war anscheinend irgendein Update, was, ja, das Spielen, während man bei Xbox Live angemeldet ist, unmöglich macht. Oder auch das Ausführen von Apps zum Beispiel. Das bedeutet so viel wie, wenn man jetzt, dieses Problem tritt eigentlich nur auf, wenn man bei Xbox Live angemeldet ist. Und deswegen kann ich jetzt auch im Moment gerade spielen, weil ich einfach mal meinen WLAN-Adapter aus der Xbox, aus der Xbox, ja doch, so heißt das Ding, Mann, aus der Xbox gezogen habe. Und aus diesem Grund kann man dann das Spiel starten. Man kann sich danach sogar wieder bei Xbox Live anmelden. Ja, es ist halt, ich weiß auch nicht, was Microsoft da wieder für Mist verzapft hat. Auf jeden Fall war ich ziemlich überrascht. Und es war echt, was ich jetzt so neuerdings gelesen habe, es war am 30. habe ich noch gar nichts im Internet gefunden. Und danach kommen so langsam die ersten Foren-Threads, wo sich Leute darüber aufregen und sich fragen, was kann ich nur tun? Und dann schreibt der nächste drunter, ja, ist bei mir genauso. Und der übernächste kommt und ja, hier, bei mir auch so und bei mir auch so, ja, gleiches Problem hier und so. Das ist schon ziemlich krass. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ihre Xbox deswegen eingeschickt haben oder was der Support für Anfragen bekommen hat deswegen. Das muss ganz schön krass gewesen sein. Aber ja, ich hoffe, das kriegt Microsoft demnächst mal in den Griff. Finde ich echt nicht so nett, dass sie nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, ihre Updates auf Bugs testen oder so, bevor sie die einfach mal geheim irgendwelchen Leuten auf die Xbox laden. Das finde ich schon ein bisschen dreist. Aber na gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich frage mich, was die sonst noch alles so hier aufgeladen haben. Geheimerweise auf die Xboxen. Naja, aber ja, ein anderes Ding ist, dass, wie ihr gerade seht, kann ich jetzt Xbox-Spiele aufnehmen, capturen. Mit der Ava Media Capture HD. Heißt sie so? Nee, die heißt Ava Media Live Gamer Portable. Ne, was habe ich gesagt? Capture HD? Was? Das war. Nee, das war falsch. Ava Media Live Gamer. Live Game. Ja, Ava Media, irgendwas. Dieser kleine schwarze Kasten, ihr kennt ihn noch alle, komm. Genau, dieses Ding. Und den zersäge ich hier mal kurz. Ja, Gears of War. Es ist Gears of War, wer es nicht kennt. Das ist Xbox-Spiel, aber sollte man auch nicht kennen, oder? Ist doch eigentlich schon bekannt. Ja, genau. Und ich kann jetzt eben Xbox-Spiele aufnehmen. Und deswegen wird in nächster Zeit ziemlich viel davon kommen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Schreibt mal,
Sachen in die Kommentare. Ich habe hier ziemlich viel zur Auswahl. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich könnte FIFA 13 bringen, aber das ist auch schon wieder nicht mehr aktuell. Battlefield 3 könnte ich bringen, das ist auch nicht mehr aktuell. Black Ops 2 kann ich nicht bringen, weil wir im Moment das Road to Commander machen. Und deswegen kann ich mich da ja nicht einfach einloggen und weiterspielen, weil sonst würde das ja die Ergebnisse verfälschen. Ja, sonst, ich weiß nicht, so kleine Sachen hier, so Wargameplay. Ich könnte mal online spielen, wenn online. Ich glaube nämlich, ich habe es zwar noch gar nicht ausprobiert, aber ich schätze mal, online sind bei Gears of War gar nicht mehr so viele Leute, da einfach mal die Hälfte wahrscheinlich dieses Problem hat mit dem Black Screen und die noch keine Lösung dafür haben. Aber ja, falls ihr das Problem habt und nicht weiter wisst, dann auf jeden Fall einfach mal die Netzwerkverbindung kappen oder den Stecker ziehen vom LAN, den LAN-Stecker ziehen oder weiß ich nicht, den WLAN-Adapter ausschalten, was weiß ich. Und dann das Spiel starten, ganz einfach. Und ja, dann könnt ihr wieder die Verbindung herstellen und dann sollte eigentlich alles wieder klappen. Das gleiche Problem war sogar auch auf der Xbox One, glaube ich, und das wurde jetzt angeblich schon gefixt. Also was ich so gelesen habe, ich kann das natürlich nicht nachvollziehen, da ich noch keine Xbox One besitze. Aber ich schätze mal schon, dass es so passiert ist. Weil sonst würden es Leute ins Internet schreiben, das große, weite Internet. Ja, eine Frechheit. So, das Schwarzbild. Die Xbox. Skandal. Aber ich habe wirklich sehr komisch, finde ich, dass es kaum Newsseiten gibt, die darüber berichtet haben. Fällt das denn so wenig Leuten auf hier? Was ist mit euch? Joa. Genau. Ja, und ich spiele jetzt hier diesen War of Modus. Ich weiß auch gar nicht, wer den Rest jetzt hier sich nicht mehr angucken möchte. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch fürs Gameplay hier reden. Der kann schon ausmachen, wer jetzt nur wissen wollte, wie dieses Problem behoben werden kann. Also behoben wird es ja nicht dadurch, aber wie man es umgehen kann, dieses Schwarzbild. Ja, genau, das war's dann eigentlich schon. Ihr könnt abschalten. Der Rest kann hier mir noch weiter zugucken, wie ich lustige kleine Locust-Maden zersäge als Augustus Cole. Hallöchen, der ist aber groß und leuchtet. Eine, was ist das, eine Drohne? Oh, Hilfe. Hallo? Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich entschuldigen für mein schlechtes Aim und alles. Das ist ganz schön verrückt hier. Ich werde vielleicht hin und wieder mal so einen Online-Part raushauen, weil ich habe es, glaube ich, auch noch nie wirklich online gespielt. Warum, weiß ich auch nicht. Aber macht eigentlich im Moment ganz schön viel Spaß. Könnte ich vielleicht doch. Ich habe ja auch noch den ersten und zweiten Teil rumliegen. Der wird vielleicht im Koop gezockt mit Finnern. Wir können ja jetzt alles Mögliche aufnehmen von der guten alten Xbox. Zeit, unsere Stellung zu befestigen. Ich wüsste eigentlich gern, ob die Avamedia Light Gamer, nee, was? Live Gamer Portable Light. Genau. Ah, ich hab's zusammengekriegt. Ob die auch an der Xbox One funktioniert, das wüsste ich ganz gerne. Weil vielleicht steht bald ein Xbox One-Kauf hier ins Haus. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Ja, und sonst so. Gibt's hier Horde-Modus. Vorbereiten auf Welle 4. Ich kann ja vielleicht meinen Spielmodus ein bisschen erklären für die Leute, die nicht wissen, was hier abgeht. Ich bin selbst totaler Noob, wenn jetzt hier irgendwelche Horde-Modus-Pros, die da schon Welle 4 Millionen erreicht haben, zugucken, dann sage ich dir, tut mir leid. Aber auf jeden Fall sind wir fette Leute. KOR-Soldaten mit fetten Stiefeln und fetten Waffen. Und die Invasion der Locusts, diese hässlichen Viecher hier, die sollte man stoppen. Und das ist im Prinzip einfach nur ein Wellenmodi, wo man seine eigene Base so ein bisschen aufbauen kann. Man hat es ja gerade gesehen. Ich kann hier diese Stacheln setzen, dann drüben noch so ein Stacheldrahtzaun, kann ich halt immer upgraden. Oder auch hier solche Türme kann man setzen, da kann man diese. Also das braucht man sozusagen, um diese Dinger erst zu ermöglichen. Diese ganzen. Boah, was geht hier ab? Leuchtende Menschen. Hallo. Hallo. Verrückt. Genau, was gibt's noch? Geschütze kann man noch bauen und alles Mögliche. Genau, und man muss eben so lange wie möglich über die überleben. Das kann man ja auch nicht.
Vielleicht könnte ich auch noch so einen Überlebensmodus raushauen von MW3. Zum Beispiel wenn man Single-Zombie-Modus-Gameplay von Black Ops 2. Oh Mann, nee. Und vielleicht auch mal Koop-MW3-Dingens mit Finn, aber Finn ist halt gerade im Urlaub, genau. Und ja, irgendwas wird schon kommen von der Xbox, da haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten. Und ich muss da ehrlich sagen, Xbox-Zocken macht mir wesentlich mehr Spaß als PC-Zocken. Da ist mir die Grafik auch eigentlich völlig egal. Weil einfach, ich weiß nicht, es ist einfach bequemer. So, und wenn du ein Spiel in die Xbox einlegst, das läuft halt auch immer super. Du musst nichts installieren, du legst den Scheiß ein, du spielst ihn fertig. Super easy und du hast immer die richtigen Systemanforderungen dabei. So, ich muss jetzt mal schnell auf die Pistole wechseln. Weil meine Munition mehr ist für den Lancer, die Hauptwaffe im Spiel. Boah, mein Aim zackt ein bisschen Schwanz. So, aber man kann hier ja auch lustig exekutieren. Dafür ist Gears of War bekannt. Deswegen sind die ersten zwei Teile auch initiiert. Zack, zack, zack. Ja, so ist das Leben. Und hier kann man den auch nochmal eine Runde exekutieren. Zack, zack, zack. Ja, gibt eigentlich auch. Also es gibt eigentlich auch unterschiedliche Exekutionsmoves. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt gerade zweimal den gleichen gemacht hat. Ja, will man sich das jetzt noch länger angucken, ist die Frage. Ich glaube, ich beende das hier gleich mal, wenn ihr mehr von diesem Modus hier sehen wollt. Oder online, wenn der wenn der Black Screen mal wieder behoben ist von Microsoft oder was auch immer ihr sehen wollt von der Xbox. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es möglich ist, dann mache ich's. Ah ja, solche Dinge kann man übrigens auch. Das sind so Fallen, da schießen die dann lieber da drauf als auf einen selbst. Auch wenn ich der Typ bin, der da drauf ist. Wer weiß. Ja, gut, ich würde sagen, ich beende das an dieser Stelle hier. Wartet mal, was ist das denn hier? Ach, ein Einschuss. Ah ja, stimmt. Krass. Da muss ich nochmal einen mit pulverisieren. So. Ja. Ist hier mal einer? Da, du da. Boom! Pulverisiert, würde ich sagen. Warte mal. Oh, da war gerade eine Zecke. So, der möchte doch nochmal einen. Hallo? Na du da. Na du? Boom! So, und den letzten Schuss mache ich auch noch. Einfach nur, weil es Spaß macht. Boom! Alles klar. Wir sehen uns demnächst bei weiteren Xbox Gameplays. Vielleicht geht im Morgen das Sleep auch demnächst weiter. Aber ehrlich gesagt, oh, was ist denn mit dem Hals schon wieder los? Macht es mir mehr Spaß, die also Xbox Videos zu produzieren, als den ganzen Rest. Auf dem PC und so. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat es euch weitergeholfen bei dem Blackscreen-Problem. Bis dann. Ciao.